Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Lucius. Ich bin wieder im Zimmer, weil mir das Spiel abgekackt ist. Das heißt, wir müssen wieder von vorne anfangen sozusagen, was allerdings nicht sonderlich schlimm ist. Denn viel hatten wir jetzt nicht geschafft. Und ich habe es gefunden tatsächlich. Da. Wir haben ja selber noch so eine kleine Trinkflasche, die wir benutzen können. Was natürlich super praktisch ist. Ja, manchmal liegen die einfachsten Dinge einfach vor unserer Nase. Da müssen wir im Grunde gar nicht viel machen. Jetzt müssen wir eigentlich nur einen Wasserhahn finden. Und zwar hier in der Küche. Ne, ich hatte ihn doch schon. Warte, hier. So. Ich fülle mir einfach mal die Flasche voll, Mama. Hilf mir mal. Oder auch nicht, weil das geht dich einen Scheißdreck an. So. Ja, ja, Agnes ist tot und ihr werdet alle folgen. Moment. Und tschüss. So. Das wollen wir ja nicht, dass hier unsere Kraft absorbiert wird. Jetzt müssen wir bloß schauen, dass wir das genau unter dem... Oh! Oh, das ist ja hilfreich, ne? Oh. Oh. Rutsche ich jetzt selber auch aus? Schade. So. Was ist mit dem? Dann werden wir den Alistair mal herlocken und ihn ein wenig, ja, töten. Jetzt muss ich mich bloß schön in Pose stellen, damit ich auch dann mit meinen telekinetischen Fähigkeiten... Warte mal, erstmal gucken wir uns noch. Das haben wir ja schon, okay. Ich mach nichts, wirklich nicht. Achso, zwei. Weil ist aber auch ein bisschen random, ne? Woher will denn der Kleine jetzt wissen, dass der Alistair tatsächlich auch genau über diesen Fleck geht? Ja, das sehen wir jetzt nochmal, weil es halt, gerade wie gesagt, ist das Spiel abgeschmiert. Dann muss man immer vom Startpunkt nochmal laden, weil das nicht direkt gestartet werden kann. Ach du Scheiße. Ich werde dir helfen, alter Mann. Er ist ausgerutscht und hat sich den Rücken verletzt. Das hat nicht ganz funktioniert. Es fehlt die Feinabstimmung. Ich sollte mich hier nach einer Lösung umschauen. Oh, das wird übel. Oh, das wird übel. Das wird übel. Das wird übel. Oh. Au! Oh fuck. Gerade stand der Bengel doch noch auf der anderen Seite. Ach ne, es war einfach nur eine andere Sicht. ja. Leute, kommt mal alle raus. Der Alistair hat hier einen Unfall. Aktualisierung im Notizbuch. Können wir uns gleich angucken. Telefon. Das ist bestimmt die Presse, die wissen will, was in deinem Haus vor sich geht. Mr. Wagner. Ja. Ich bin Wayne Preston vom Herald. Ich würde Ihnen gerne Fragen zu den Todesfällen in Dente Manor stellen. Das ist ein Privatanschluss. Wie kommen Sie an diese Nummer? 5 Tode in ein paar Monaten ist eine sensationelle Geschichte, Mr. Wagner. Die Öffentlichkeit muss erfahren... Winter Hill Police Department? Hier spricht Senator Charles Wagner. Stellen Sie mich bitte zu Detective McGuffin durch. Ja, ja, ja. Genau. Die Presse schießt sich darauf ein, Mr. McGuffin. Ich habe eine Wahl vor mir und ich darf die Lage nicht außer Kontrolle geraten lassen. Sie tun mir leid, Mr. Wagner. Diese Reporter stürzen sich wie Geier auf jeden traurigen Fall, den ich bekomme. Sie lieben Tragödien. Aber was können wir tun? Es ist ein freies Land. Ich muss das aus den Zeitungen raushalten, Mr. McGuffin. Wir hatten eine Pechsträhne. So einfach ist das. Der Einsatz ist hoch und ich stehe unter großem Druck, alles zu klären. Der Druck liegt auf uns beiden. Sie lassen den Bezirk wie einen Witz aussehen. Meine Vorgesetzten werden das nicht einfach hinnehmen. Nun ja, sie erfahren es nie, wenn sie es nicht unter Dach und Fach bringen. Ist das eine Drohung, Mr. Wagner? Das möchten Sie nicht herausfinden. Ein paar Telefonanrufe können Wunder bewirken. Aha. Und Rauchen kann tödlich sein, haben wir schon gesehen, ne?
Detective McGuffin! Kann ich Sie sprechen? Wie kommen Sie hier rein? Sie bearbeiten den Fall hier auf dem Wagner-Anwesen. Ich habe da ein paar Fragen über die Serie ungewöhnlicher Todesfälle in den letzten paar Monaten. Hören Sie mir zu. Lassen Sie diese Leute in Ruhe. Sie hatten nur etwas Pech. Es sind nette Leute und sie brauchen Zeit wegen ihrer Verluste. Klar? Wenn ich Sie noch einmal in der Nähe dieses Hauses sehe, verhafte ich Sie. Verstanden? Ich war fast so weit, das lateinamerikanische Dienstmädchen zu verhaften. Ich wollte ihr Zimmer durchsuchen, um eine Flasche Rattengift oder ein Vorhängeschloss zu finden. Aber plötzlich war es zu spät. Tom Wagner, der Bruder von Charles, hatte scheinbar eine Affäre mit zweien der Dienstmädchen. Eine fand es wohl heraus und war darüber nicht glücklich. Was sie nur an diesem Mann fanden. Er lebte auf Kosten seines Bruders und stellte ich weiß nicht was in seinem dreckigen kleinen Filmstudio an. Wir haben den Raum durchsucht. Was für ein kranker Perversling. Da war schließlich ein Kind in diesem Haus. Über dieses Kind wusste ich allerdings nur wenig. Das wird auch so bleiben. Er wirst du sterben. Sterben. Verhängnisvolle Affäre. Ich glaube, jetzt kommt das Verhängnisvolle sozusagen. Also wenn ich es bis jetzt nicht schon getan habe, dann werde ich ab jetzt auf jeden Fall Sachen zensieren müssen. Also ein bisschen verpixeln, dass man das nicht mehr so detailliert sehen kann. Wir gucken uns erstmal unser Board an. In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Jovita! Sie würde einen guten Sündenbock abgeben. Ich weiß, dass zwischen Tom und ihr was läuft. Okay. Well. Jovita! Wo bist du? Jovita! Putzi putzi machen! Jovita! Jovita, mein Häschen! Ach, das ist also das Filmstudio, von dem hier gesprochen wurde. Mit den leicht entblößten Damen und einer Videokamera und Peitschen und Filmrollen mit XXX drauf und noch mehr Utensilien. Okay, der hat hier wirklich Spaß, der Onkel Tom. Ist ja faszinierend. Oh, was ist hier? Was? Hä? Hä? Jovita! Bist du fleißig am Putzi-Putzi machen? Jovita! Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ja, ich habe meinen Onkel nicht gesehen. Kann ich dir geben Telefonnummer? Schon deinen Onkel gesehen? Hör auf, mich jetzt zu nerven. Ich nichts gesehen, aber mein Onkel. Aber ich habe gesehen seine Pornokeller. Jetzt müssen wir erstmal meinen Onkel finden. Aha. Oh ja. Und es kommt eine verhängnisvolle Affäre. Da ist Onkel Theo. Onkel Tom. Ja, der hat gerade Spaß. So. Drücken wir mal Q. Ich habe Onkel Tom mit Susan gesehen. Wenn ich das Jovita zeigen könnte. Ich glaube, Großvater hat oben im Arbeitszimmer eine Kamera. Großvater hat im Arbeitszimmer eine Kamera. Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Ja, halt die Schnauze. Ich zeig dir gleich Fotos. Ich muss mit ihm reden. Wo ist denn hier das Arbeitszimmer? Das ist doch das Schlafzimmer meiner Eltern, oder? Oben im Arbeitszimmer. Ja, das ist wohl kaum das Arbeitszimmer. Bathroom, okay. Wo ist denn das Arbeitszimmer vom Opa? Das hier ist ja nicht kein Arbeitszimmer. Das ist ja ein Gästezimmer, ne? Warte mal. Hier steht nur eine Packung Kleenex auf dem Nachttisch. Wer weiß wieso. Das hier sieht auch nicht aus wie so ein Arbeitszimmer. Das ist mehr so ein Gesellschaftsraum. Hey, da unten ist ja ein Klotz von uns. Also ein Auto von uns. Hey, komm mal her. Ein kleines Auto, du. Du gehörst aber zu mir. Ist mein Auto.
Mein Spielzeugauto. Ist das gleiche Gästezimmer? Nee. Warte mal, das sieht schon eher aus wie so eine Art Arbeitszimmer, oder? Im Arbeitszimmer hat Opa eine Kamera. Mama, wo ist denn Opas Arbeitszimmer? Das ist aber nicht das Arbeitszimmer. Zumindest nicht so aus wie ein Arbeitszimmer, wie gesagt. Wir schauen mal uns noch ein bisschen um. Ah, überall Flaschen hier. Alle schön am Saufen, ne? Hier sind doch Kinder anwesend. Denkt denn hier niemand an die Kinder? Noch Gästezimmer. Nee, da waren wir schon 5-mal drin. Okay, wir müssen anscheinend das Arbeitszimmer finden. Müsste ja dann sicherlich... Oder wird mir hier was angezeigt? Nö. Hätte ja sein können. Aber Arbeitszimmer, wird das nicht angezeigt, ein Arbeitszimmer? Was ist denn das hier? Wäre geil, wenn das auf dem Radar erscheinen würde. So, hier, das ist das Arbeitszimmer von uns. Der Teeraum, okay. Teeraum ist bloß leider nicht Arbeitszimmer. Aber hier geht es auf jeden Fall nach oben. So, Opa, wo ist das Arbeitszimmer? Du sprichst nicht. Irgendwie unheimlich. Ja, ja, wen interessiert's. So. Hier ist die Lobby. Nee. Aber hier geht's ja noch weiter hoch. Wir gehen mal noch weiter hoch. Was ist denn hier ganz... Ach, hier sind ja noch mehr Räume. Stimmt, hier ist ja Agnes Raum gewesen. Ach Mensch, die Agnes. Wir vermissen sie alle so sehr. Ach, guck mal. Was ist denn hier drin? Das ist aber nicht der Großvater, das ist der Vater. Ich weiß, ich habe versprochen, Zeit mit dir zu verbringen, aber ich kann jetzt wirklich nicht. Papa, beschäftige dich mit mir, sonst werde ich dich töten. Aber er hat die Zeichnung. Guck mal, er hat die Zeichnung von uns aufgehängt. Dad. Oh. Bisschen süß ist es. Muss man zugeben. Ein bisschen süß ist es. Aber nur ganz kurz. Papa, wo ist denn die Kamera? Ich will, Fotos machen. Nee, geht's wieder runter? Und das ist nicht alles. Haben Sie seine Zeichnungen gesehen? Ach. Ich mache mir langsam Sorgen. Mhm. Ah, Lucius, ich spreche gerade mit deiner Mutter. Aha. Das ist nur so ein Erwachsenenkram. Aha. In Ordnung. Was könntest du noch tun? Ich will nicht gucken, ob Schmutzwäsche irgendwo liegt. Morgen, mein Junge. Ja, jetzt zu tun. Du musst aufpassen, dass du deinen Onkel Tom nicht störst. Dumme. Er meint, du hättest ihn wirklich gestört. Du weißt, dass er seine Privatsphäre braucht. Es unterhalten sich gerade. Da oben ist die Kamera. Ich hab die Kamera. Macht's gut, ihr Trottel. Jetzt gehe ich erstmal meinen Onkel fotografieren. Jetzt muss ich bestimmt erstmal kombinieren, oder? Mit dem Fotopapier. Die Kamera ist nicht geladen. Ach doch, jetzt geht's, warte. Blub, 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 blub. Oder? Ahaha, kombiniert. Perfekt. So. Jetzt müssen wir wieder eins runter. Nee, hier nicht. Hier, oder? Ja. Eins runter und dann hier in die Seitenkatakombe. Nee. Okay, dann ist das die falsche Seite hier, ne? Warte mal, dann ist das die falsche Seite. Oh, richtig. Du sprichst nicht viel. Ja, pst. Ich muss jetzt meinen Onkel beim Vögeln fotografieren. Lass mich. So. Warte mal. Hier. Hast du etwas gehört? Ich hau ab.
Das ist nichts. Mach dir keine Sorgen. Stimmt auch, hier ist nichts. Jovita, stell dir vor, was ich für schmutzige Fotos gefunden habe. Jovita, ich will dir ein Foto zeigen. Wo bist du? Jovita! Jovita! Ich bin auf deiner Seite, Mädchen, wirklich. Ich pack dir die Fotos in den Wäschekorb. Jovita! Guck mal, Mama. Na gut, dann nicht. Hing das Bild da schon immer? So. Jovita ist doch oben. Im Schlafzimmer der Eltern. Schauen wir mal. Hier, Jovita. Für dich. Guck mal. Hallo, Lucia. Hast du schon deinen Onkel gesehen? Ich habe ein Bild für dich. Muss ich ihr das ins Zimmer legen, oder... Wo ist denn Jovitas Zimmer? Wird mir das irgendwo angezeigt? Ach, warte mal, das sieht aus wie ein Dienstmädchen da drüben, ne? Ist das das Zimmer hinten neben dem... Hast du deinen Theo, deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Ja, der will aber nicht mit dir reden, der knattert gerade die andere. So... Warte mal, da ist ihr Zimmer bestimmt da hinten irgendwo. Hi, Mom. Nee, hier lang, oder? Warte mal, ja doch, wir gehen hier rüber. Das sieht doch auch schon aus wie so ein halbes Dienstmädchenzimmer. Hier kommt doch sicherlich wieder so ein... Ne, hier war ja Susan. Hier hat ja Susan gemacht. Das kann so nicht benutzt werden. Erstmal muss ich... so. Warte mal, warte mal. Nee. Wir müssen hoch. Wir müssen hoch. Wir müssen noch höher. Wir müssen ganz hoch zu den Bedienstetenquartieren. Ja, wir müssen hoch, da wo die wohnt. Die Juanita, ich meine die Jovita, was auch immer. Warte mal, da gehen wir mal hier rüber. Boah, das Haus ist so riesig. Wer sieht denn hier noch durch? Library... Warte mal, und dann können wir doch hier rüber. Und hier irgendwo müsste doch wieder... Nee. Hier irgendwo müsste doch wieder diese fette Halle sein mit der Treppe. Wo der Polizist die ganze Zeit, na ja, gut, hier ist auch eine Treppe. Die nehmen wir zur Not auch. Ist auch nicht schlimm. Jovita, ich habe ein schönes Foto für dich. Ich gebe ein Foto. Ich mache ein Foto für dich und gebe dir ein Foto. Komm her, Jovita. Du kannst finde ein Foto beim Putzi-Putzi machen. Verdammte Axt. Warte mal, die Rechenaufgaben. 1 plus 1 ist 2. 2 minus 2 ist 0. Der Kleine kann doch rechnen. Ich weiß, was hier vorgeht. Ich weiß es. Ich sah die Zeichen. Was redest du, alter Mann? Was hast du für ein Problem, hä? Wenn du damit Onkel Tom und unser Dienstmädchen meinst, dann hast du verdammt recht. Da geht so einiges vonstatten. Aber das ist falsch. Wir müssen hoch in eine der, nee, wir müssen hoch. Wir müssen in eines der Dienstmädchenquartiere. Aber ich weiß nicht, wie wir hochkommen. Warte mal, hier muss doch irgendwo eine Treppe sein. Wo sind wir denn überhaupt? Achso, wir sind da. Ach, wir sind hier direkt an der Treppe. Ach so, nee, hier geht's ja nur runter. Ich will aber hoch. Hört man die hier durchs halbe Haus vögeln oder was? Oh Mann.
Ich will in dieses spärliche, Abteil. Hm. Ah, richtig. Du sprichst. Ja, mit dir spreche ich schon mal gar nicht. Komischer Kerl. Nee, wir gehen mal darüber. Warte mal, da hinten sieht's doch so aus, als ob das ihr Zimmer ist. Störe jemand anderen, zum Beispiel Tom. Immerhin ist er dein Onkel. Echt jetzt mal, aber der kümmert sich ja gar nicht um mich. Ich bin untröstlich. Ja, guck mal, kann man doch so tun, als ob das irgendwie Agnes-Fotos sind, die sie da irgendwie gefunden hat. Ich nehme mal an, also deswegen habe ich auch die Fotos gerade wieder in der Hand die ganze Zeit. Ich nehme mal an, dass wir dann irgendwann hier wieder so einen kleinen Punkt kriegen, wie gerade mit der Wasserflasche. Wo wir dann halt sehen, dass wir das Ganze dann hier hinlegen können. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Oder ist das Dienstmädchenquartier Gedöns doch im anderen Teil des Hauses? Dann müssen wir wieder runter. Nicht runter, sondern rüber. Und dann da ganz oben. Aber da ganz oben sind ja wir. Das ist ja unser Zimmer. Also, ne? Da ist ja mit unser Zimmer auf dem Flur. Hm. Sie wollte ja das Foto so nicht nehmen. Im Gästezimmer schlafen da die Bediensteten? Noch ein Gästezimmer. Aber hier steht da Essen. Hier muss doch irgendwo das Zimmer von Jovita sein. Jovita, wo ist denn dein Zimmer? Oder kann ich das hier irgendwo hinlegen, dass du das findest beim Putzen? Ha? Deinen Onkel Tom gesehen? Wenn du ihn siehst, sag ihm bitte, ich muss mit ihm reden. Na, vielleicht können wir das in Onkel Toms Zimmer legen? Hat der ein Zimmer hier oben irgendwo? Außer seine Todessexhöhle? Nö. Hm. Noch mehr Räume. Das hier ist ja immer noch ein Badezimmer. Boah, das gibt's nicht. Wieso finden wir das nicht? Komm, jetzt habe ich mir schon die Mühe gemacht, hier Fotos zu schießen. Können wir das hier nicht einfach in irgendeine Schublade packen und dann ist gut? Hier so in die Schreibtischschublade, das wäre doch prädestiniert gewesen dafür. Hm. Schlafen denn die Dienstmädchen im Gästezimmer? Hm. Können wir in unser Zimmer gehen? Dort irgendwas machen? In einem Augenblick werden Erinnerungen geboren. Ja, das hatten wir schon. Mit dem Augenblick ist wahrscheinlich der Augenblick des Fotoknipsens gemeint. Nehme ich jetzt mal an. Ich will nochmal in diesen Teil des Hauses oben, wo die Hochbeete zugange waren. Dort schien es mir, als könnte man... Ach. Ach! Okay. Okay. Hier hatte doch der Handwerker so viel Spaß im Bad. Ist doch genau die Stelle, habe ich mir noch gemerkt. Geht's da hinten hoch? Nö. Gehen wir mal hier rein, in den Teeraum. Da hinten geht's nicht weiter. Warum bekomme ich immer solche Fälle? Ach, warte mal. Hier lang. Hier haben wir noch Räume. Komm, hier irgendeiner von den Räumen hier wird sicherlich der von Jovita sein. Das hier sieht wieder verdammt verdächtig nach Onkelchen aus. Ah, eine Gitarre. Okay, das hier sieht jetzt wenigstens aus wie Räume, die auch wirklich von Mitgliedern des Hauses bewohnt werden. Allerdings nicht von den besten Mitgliedern.
Komm schon. Wo ist Jovitas Zimmer? Hä? Malt Jovita? Ne, hier waren wir drin. Okay, dann vielleicht auf der anderen Seite. Vorhin nur eine Tür weiter. Passt ja. Jovita, ich sollte alle Beweise, die ich habe, in Jovitas Zimmer verstecken. Okay, dann verstecken wir mal. Wir haben das Vorhängeschloss. Packen wir da rein. Und was hatten wir noch, was der Typ noch meinte? Das Rattengift, genau. Habe ich noch mehr, was ich hier verstecken kann? Schon deinen Onkel gesehen? Oh mein Gott! Wie kann er mir das antun? Warum? Jovita, lauf doch nicht weg. Warum? Ich muss erstmal im Notizbuch nachlesen. Renn mal nicht so schnell. So, sie hat die Bilder gesehen und ging weinend auf den Balkon. Sie befindet sich nun in einem labilen Zustand. Ich sollte das ausnutzen. Warum? Oh. Warum? Warum? Darum. Warum? Warum? So laufe ich auch immer durchs Haus. Warum? Warum? 50.000 Türen öffne. Warum? So. Labiler Zustand, ha? Huh? Aber Jovita, das Leben geht doch weiter. Allerdings nicht für dich, tut mir leid. Du musst zuerst deine Stärke wieder erlangen, okay. So. Ja, Jovita, es macht doch alles keinen Sinn. Spring. Spring doch einfach. Oh, wie ein Vogel. Komm, und Lucius steuert sie nicht, er winkt ihr. Oh, Haltungsnote 1. Klatsch. Mit dem Gesicht gebremst. Wie ein Profi. Scheinbar haben wir in Miss Jovita Munez eine offensichtliche Täterin gefunden. Das fehlende Vorhängeschloss am Kühlraum. Das Rattengift. Es passt fast zu gut. Warum erzählen Sie mir das? Wir sind doch keine Freunde oder so. Nun, wir haben auch ein Motiv. Bilder von Ihnen und Susan Myers in, wie drückt man das taktvoll aus, flagrante delicto. Ihr Engagement in Bezug auf das Personal war wohl etwas zu intensiv. Was? Davon wusste ich nichts. Sie meinen, sie tat das alles wegen meiner Affäre mit Susan? Oh mein Gott, was habe ich getan? Tom hat nichts getan. Seine Indiskretion mag dazu geführt haben, aber er hätte sie nie darauf angesetzt. Es gibt dafür gar keinen Grund. Sehen Sie, das Ganze ist ein verdammtes Chaos und ich versuche, es im Rahmen zu halten. Also, hören Sie gut zu. Jovita hat dem Haus gestohlen. Sie hat Agnes vergiftet, da sie Verdacht geschöpft hatte. Wir lassen im Bericht sämtliche Indiskretionen zum Wohle ihrer Familie aus. Was nötig ist, Detective. Wir wollen das alles hinter uns lassen. Ich werde Tom zurechtstutzen, aber ich glaube nicht, dass meine Kampagne noch zu retten ist. Die Presse wird ihren großen Tag haben. Nun, da kann ich nichts ändern, Mr. Wagner. Aber ich werde denen nichts erzählen. Ich will nur über die Runden kommen. Letztendlich konnten wir den Fall abschließen. Dachte ich zumindest. Sie steckte wohl hinter allen bisherigen Todesfällen im Haus, nur nicht hinter dem des Butlers. Das ließ mich nicht in Ruhe. War das wirklich ein Unfall? Alles an diesem Fall hinterließ bei mir ein mulmiges Gefühl. Dann, pünktlich einen Monat später, passierte es wieder. Es sah nach einem weiteren Selbstmord aus. Möglicherweise hatte ich ihn so weit getrieben. Dafür schäme ich mich. Bestimmt, Tom. Der Verstand kann nicht alles ertragen.
So, und dann würde ich sagen, beenden wir hier erst einmal den Part und sehen uns dann im nächsten Mal beim nächsten Mordfall wieder. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.